Die Herausforderung war einfach, dieses Fahrzeug in die moderne Zeit zu überführen. Wir haben eben alte Antriebstechnik gehabt, wir haben einen Verbrennermotor gehabt mit Vergaser. Und wir mussten all diese Teile entfernen und mussten uns Gedanken machen, wie wir einen neuen E-Antriebsstrang mit dem Batteriekonzept und auch mit der Leistung, die er bringen sollte. Sollte ja nicht nur 50 Kilometer fahren, sondern eben schon eine Reichweite haben, die man modernen E-Autos mithalten kann. Also ein Großteil der Arbeiten ist eben in der Freizeit gelaufen. Wir wussten natürlich nicht, wird es überhaupt angenommen, haben die Mitarbeiter überhaupt neben dem doch auch sehr anstrengenden Job zum Teil noch Lust, sich dann hierher zu begeben, Blaumann anzuziehen und dann zu schrauben. Ich kann mich da immer sehr gut begeistern, eben auch wirklich mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich vielleicht sonst nicht so viel Kontakt habe, weil ich es einfach toll finde, wenn wir die Möglichkeit auch bekommen, solche Projekte umzusetzen. Ja, das ist ein Karmann-Ghia, Baujahr 68, der in seinen Ursprüngen mal 50 PS hatte, als er vom Band lief. Hat ganz gut gepasst, weil wir ihn auf 50 kW umgerüstet haben. Das Besondere an dem Fahrzeug ist der große Akkupack, der das Fahrzeug eben im modernen Autos mithalten lässt. Mit seinen 23 kW schätzen wir so auf knapp 150 Kilometer Reichweite. Das Batteriemanagementsystem macht aus, dass jede Zelle des Gesamtakkus einzeln überwacht wird. Wir wollten es dem Fahrer relativ einfach ermöglichen, auf das System zuzugreifen und haben uns dafür für ein Mobiltelefon entschieden und eine standardmäßig programmierte App. Da kann der Kunde Informationen abrufen über den Akkuladestand, über die Temperatur in den Batterien, über die derzeit zur Verfügung stehende Leistung und auch über die Restreichweite. Wann muss ich die nächste Tankstelle anfahren? Das ging nicht mit Standardteilen. Also wir haben da relativ viel auf unsere Abteilung zurückgegriffen, die sich eben mit Prototypenbau beschäftigt. Haben CAD-Zeichnungen anfertigen lassen, haben Festigkeitsgutachten gemacht und haben dann eben auch die Befestigungspunkte im Fahrzeug so platziert, dass wir nachher das Fahrzeug im Straßenverkehr bewegen können. Und das Interessante ist natürlich, man hat Einzelkompetenzen, die man in eine große Kompetenz überführen konnte. Ja, es ist also schon was ganz Besonderes, eben mit einem Fahrzeug unterwegs zu sein, was man selber verändert und selber gebaut hat. Auch wenn niemand weiß, dass da jetzt ein alternativer Antrieb drin ist. Wenn man dann natürlich noch an einer E-Tankstelle anhält und den Stecker einsteckt, um das Fahrzeug aufzuladen, dann sind die Blicke auf jeden Fall gerissen. Der größte Benefit wird sein, eben, dass sie selber dieses Fahrzeug bewegen können, dass sie dieses Fahrzeug jedem präsentieren können und sagen können, das ist ein Teil von mir, das ist ein Teil von S-Tech und wir haben das erschaffen, obwohl die Grundlagen ganz woanders waren.